Du schon wieder, was willst du jetzt noch von uns? Ich habe Met mitgebracht. Hey, tatsächlich, bei der Flamme, ich hätte nie gedacht, dass ich mich über einen Krug dieses Scheißbiers von Schwarzen mal freuen würde. Bei den Göttern, das ist gut. Na gut, ich werde dir zuhören. Was hast du uns denn Wichtiges zu sagen, was eine Runde wert ist? Schau mal, den Müller zum Bedrohen überhaupt, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ihr habt ihn doch schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht könntet ihr ein paar der anderen Dörfler um Hilfe bitten. Vielleicht könntest du mir mehr darüber erzählen, was hier vor sich geht. Wenn du gegenüber dieser Familie auch nur die Stimme erhebst, werde ich dich auf die Windmühlenflügel spannen, damit dich die Krähen auffressen können, angreifen. Du bist ein gefährlicher Säufer und ich werde dich zur Strecke bringen. Auf Wiedersehen. Fragen wir mal, was hier vor sich geht. Es ist so, wie ich gesagt habe. Der Müller kontrolliert die Getreidepreise. Er behauptet von sich gerecht zu sein, aber ich weiß es sicher, dass Leute wie Aufrat nur die Hälfte von uns zahlen. Der Zeug seufzt. Und vielleicht sind wir ein bisschen grob zu ihm gewesen, aber was hätten wir denn tun sollen? Wir können nicht mehr weiterzahlen. Wir werden verhungern und meinst du, etwa Trumbel würde das dann leid tun? Schau mal, den Müller zu berühren, der gibt überhaupt keinen Sinn. Ihr habt ihn doch schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht könntet ihr ein paar der anderen Dörfler um Hilfe bitten. Svenio sieht dich einige lange Augenblicke an, während er große Schlucke aus seinem Krug nimmt. Schließlich seufzt er. Du hast recht, wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir nur an diesem Baum da enden. Er schaut seine Kameraden an, sagt Trubel, dass wir ihn in Ruhe lassen werden. Keine Ahnung, was wir angesichts des Ernteausfalls machen sollen, sonst könnten wir uns kaum etwas dazu verdienen. Ob Pascal wohl ein bisschen Hilfe in der Schenke braucht? So hat sich was in der Quest geändert. Ah ja, da stehen ja auch noch andere Sachen. Um Haaresbreite. Ich habe mit Trumbel gesprochen, dem Müller von Goldtal. Er befürchtet, dass seine Familie von einer Gruppe Dörfler angegriffen werden wird, die behaupten, er würde ihnen ungerechte Preise für Getreide berechnen. Er hat mich gebeten, mit dem Anführer dieser Gruppe namens Svenja zu sprechen, um den Konflikt zu beenden. Svenja hält sich wahrscheinlich in der Schenke auf. Ich habe Svenja überzeugt, Trumbel und seine Familie nicht mehr zu bedrohen. Trumbel wird erleichtert sein, das zu hören. Welcome. So, dann gehen wir mal raus hier. Und ja, wenn ich mal kurz nach Alof gucke, habe ich nämlich nach dem Kampf gegen den Bären gar nicht How may I gemacht. help? Ja, dann regenerieren sich seine Zauber außerhalb vom Kampf nicht. Dann gehen wir erstmal kurz hier hin und gucken, ob es da noch was gibt, also ausgangsmäßig. Nee, da geht's auch nur zum Akrasgabelung. Da gehen wir dann auch als nächstes hin. Sobald wir in Talholz fertig sind. Und von da aus geht es erstmal nach Süden zu Anslocks Kompass und Hello. Trommel liegt kurz zur Begrüßung. Du bist zurück, hattest du Glück bei Svenio? Ich habe mit ihm gesprochen. Und was hat er gesagt? Ich konnte ihn überzeugen, deine Familie im Frieden zu lassen. Wie jetzt echt? Das sind ja teure Neuigkeiten. Ich war mir nicht sicher, ob du ihn zu ihm durchringen könntest. Die Hälfte der Zeit sind sie doch vor lauter so völlig von Sinnen. Ja. Ich stehe tief in deiner Schuld, hier für dich. Er nimmt sich seinen Münzbeutel vom Gürtel und drückt dir in die Hände. Die heutigen Tage sind einmal als Zeichen meiner Anerkennung. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass ich alle wissen lassen werde, was du für mich getan hast. Ja, behalte es, dir geht es schon schlimm genug. Du hast eine edelmütige Seele, Freundin, und wir werden es dir danken müssen, dass wir es durch das kommende Jahr schaffen. Sichere Reisen und möge du die Gunst der Götter finden. So. Um Kornesbreite abgeschlossen. Ich überzeugte Svenio, den Müller und seine Familie in Ruhe zu lassen. Svenio und seine Kumpanen schienen von diesem Ausgang der Dinge eher enttäuscht zu sein, aber der Müller war erleichtert, seine Familie in Sicherheit zu wissen.
Ja, wenn ich mir die Mühle so angucke, was soll der Müller wirklich machen, wenn das Korn in seiner Mühle verschimmelt? Also verschimmelt ist. Der muss dann gerade so das rauskratzen, was er finden kann. Und den Müller jetzt bedrohen, dass er den Bauern weniger abknüpft, kann ich auch nicht unbedingt als Paladin. Ja. Enterhaken benutzen. Du schwingst den Enterhaken für einige Umdrehungen und lässt ihn dann los. Er fragt sich problemlos hinter einem Steinhaufen am oberen Mauerrand. Mehrmaliges Ziehen an dem Seil lässt darauf schließen, dass er halten wird. Nach oben klettern. Mit Hilfe des Seils schaffst du es die Mauer hoch und über den Rand. So, hat sich das gelohnt? Gewandheitshandschuhe. Was steht hier? Gekritzelter Brief. Voll Warnung, ich glaube nicht, dass du das hier jemals lesen wirst, aber du hattest recht. Wir hätten zusammen nach Süden reisen sollen. Es wäre sicherer für beide gewesen. Gern würde ich alle Häme der Welt ertragen, würde ich nur überleben, um sie zu hören. Ich habe mich aus der Reichweite der Biester entfernt, die unter mir kreisen, aber ich bin trotzdem erledigt. Ich glaube nicht, dass ich wieder hinabsteigen werde. Wer auch immer das hier findet, betet für mich. Vielleicht werde ich im nächsten Leben lieber Wölfen nachstellen. Und ich habe bereits das Maximum an Rastvorräten. Hier. Was da nirgends steht. So, Fulvanus Handschuhe. Man kriegt auch, findet ja auch noch den Rest vom Fulvanus Zeug. Hier so in der Gegend, was alles ziemlich gut ist. So. Ah ja, Rastvorräte. Brauchen wir erstmal noch keine. So, dann gehen wir weiter zu Margrans Gabelung. Dort werden wir Duwens finden. Und ich glaube, ich werde auch erstmal dann Kanna holen aus Ketnua. So, Wolf umgeschmissen, ist gut. I'm here. Also wir folgen erstmal der Hauptstraße. Und entdecken Magras Schrein. Ich habe dich in den Flammen gesehen. Nach Goldtal im Westen, nach Angons Kompass im Süden, zu den Schwarzauen im Osten. Eine Statue von Magran, die Göttin des Krieges und der Flamme. In den Steinen zu ihren Füßen haben Dutzende Bittsteller ihre Namen eingeritzt, um den Segen der Göttin zu erhalten. Am Fuß dieser Statue kauert ein unfassbar hässlicher Mann mit geschwollenen roten Wangen, voller Pockennarben und einem zottligen Bart. Er schwitzt, als ob er Fieber hätte, seine Atmung aber ist bedächtig und gleichmäßig. Wie das langsame Blasen des Blasebalgs eines Schmieds. Aber dieser Vergleich fühlt sich seltsam und unliebsam an. Der nächste Vergleich, wahrscheinlich ausgelöst von seinem Grinsen, bezieht sich auf eine Bärenfalle und dann völlig aus dem Nichts deutet sei sich leicht alchemistisches Feuer an. Aber dieser Ausdruck verschwindet fast augenblicklich, als du den Geruch identifizierst. Bist du auch gekommen, um zur Statue zu beten? Die Frage klingt eigentlich kaum wie eine Frage. Als der Mann seine Aussage macht, nimmt die Statue einen rötigen Farbton an, als ob jemand eine Fackel vor sie halten würde. Dann geht sie langsam in wogenden Flammen auf. Der Mann dreht sich nicht um, als die Statue in Flammen aufgeht. The others are welcome. But it's best if just you and I trade words. And your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway.
Die anderen sind willkommen, aber es wäre das Beste, wenn wir beide Worte wechselten und eure Schatten ruhig blieben. Nehmt eure Hände von den Waffen, den Arkanen wie den Stählernen. Sein Gesicht spannt sich mit seinem Bärenfeingrinsen an, bereit zuzuschnappen. Ich will sowieso nur mit dir Worte wechseln. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow. If that's enough of a promise for you. If not... Ich schwöre vor der Hure, deren Name Makran lautet, dass ich dir in den Schatten nicht, dass dir in ihrem Schatten nichts zustoßen wird, weil sie das als Versprechen reicht. Falls nicht, er hält einen Stab in seiner Hand, der einen Augenblick zuvor noch nicht da war. Er hält ihn locker. Ja, die Statue untersuchen. Der verwobene Feuerstein von der Statue gibt keinerlei Hitze ab, sodass du dich fragst, ob dich deine Sinne trügen. Der hässliche Mann vor dir scheint es nicht zu bemerken oder zu spüren, obwohl ihm der Schweißfilm noch immer auf der Stirn steht, als ob er von innen heraus verbrennen würde. Den Mann studieren. Die plötzlichen verwobenen Flammen von der Makran-Statue werfen mehr Licht auf seine Züge. Die Robe des Mannes ist schmutzig und fett verschmiert und andere Spuren der Wanderschaft trägt sie ebenfalls. Die Säume seiner Robe sind einschließlich der Ärmel von den Rändern verbrannt, als ob er eine größere Strecke durch ein Feuer gelaufen wäre, mit den Händen in die Flamme gegriffen hätte, um etwas herauszuholen. Seine Hände sind zwar dick und schwierig, tragen aber keine Brandmale. Deinen Blick auf den Stab konzentrieren. Der geschwärzte Stab sieht dick und robust aus. Er scheint aus geschwärzter Asche zu bestehen, die einst durch ein schreckliches Feuer entstand. Unterhalb der Asche scheinen sich im Holz Form und Muster zu befinden, und eins ist sicher. Der Stab war einst etwas weitaus Gefährlicheres, jetzt aber nicht mehr. Als du ihn genauer studierst, glänzt er leicht in deinen Augen, wie Wasser, in dem sich das auf der Statue verteilte Licht fängt. Welche Kraft auch immer dem Stab entzogen wurde, die Gefährlichkeit nimmt ihm oder seinem Führer das gewiss nicht. Als du aufblickst, siehst du den Mann, der dich beim Studieren des Stabs beobachtet. Als ihr in Blickkontakt kommt, lächelt er humorlos und nickt. Merkwürdige Gefährten, Stein scheint mir nur schwachen Trost zu spenden. Der Mann lächelt ob deiner Worte, dann nickt er, wobei er dich nie aus den Augen verliert. Ich könnte es besser treffen, aber der Weg bietet sonst kaum etwas an. Er betrachtet dich von oben nach unten und lächelt dann höhnisch. Bis jetzt. The world holds many whores we worship. Respect comes with honest titles. I bet even you have gone against instinct in exchange for a little copper. Or paid for such in countless ways. Auf der Welt gibt es viele Huren, die wir verehren. Für Respekt gibt es viele Namen. Ich könnte darauf wetten, dass selbst du schon mal für Kupfermünzen gegen deinen Instinkt gehandelt hast. Oder dafür auf unzählige Arten bezahlt hast. But if I give offense, if words are all that are left to a man, then why in the Deerwood of all places he should have leave to speak them? Ich nehme jedoch Anstoß. Der Mann grinst sich fast herausfordernd an. Wenn von einem Mann nur noch Worte übrig sind, dann sollte er von vor allem im Dürrwald die Erlaubnis haben, sie auszusprechen. Ich habe deinen Namen nicht verstanden oder weshalb du mit mir sprechen möchtest. I didn't give it. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? Ich habe ihn nicht hergegeben. Der Mann grunzt. Namen findest du wahrscheinlich ebenso nutzlos wie ich. Seine Hand festigt ihren Griff um den Stab. Es ist schon schwer genug, die Namen auszusprechen, die wie Trümmer auf dieser Welt herumliegen. Und was haben sie schon zu bedeuten? It's what's beneath the skin in the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from. Or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. Es geht darum, was unter der Haut liegt. Und die Buchstaben, die mir etwas bedeuten, brennen von innen heraus. Für mich ist es viel wichtiger, dass du ein Wächter bist, als welche Kultur oder welcher Akzent wie plumpe Kronen deine Buchstaben verzieren. Sei stolz auf deine Tat, nicht darauf, woher du stammst. Ein Moment lang bricht Feuer aus dem Stab des Mannes, dann kommen die glühenden Kohlen zur Ruhe. Oder wie dein Name irgendeinem Lügner von der Zunge geht, dem sie gerade darauf liegt.
Wenn du unbedingt einen Tech-Titel haben musst, Wächterin, den du mir anhängen kannst, dann nenn mich Durance. Du beobachtest Seelen, ich dagegen prüfe sie. Woher hast du erkannt, dass ich eine Wächterin bin? Durance schüttelt den Kopf und fässt sich den Griff seiner Hand um seinen Stab. Ich kann die Farben förmlich hochbrodeln sehen. Lass sie uns eine nach der anderen ausbrennen. I am a missionary. I walk this diseased nation with its heathen, its people so careless with the spirits of others and their own, watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me.